Ja, so dürfen, oh, jetzt, so dürfen wir uns zum zweiten Gottesdienst heute hier einfinden. Ja, ich möchte einen jeden ganz herzlich begrüßen. Die Kinder, wie gesagt, haben parallel ihre Kinderstunde, wollen wir auch an sie denken, in unseren Gebeten auch für sie beten, dass ja, Gottes Wort auch in ihren Herzen schon arbeiten könnte und der Same auch wirklich aufgehen möchte, der da gestreut wird. Ja, ich möchte ein Anliegen auch weitergeben, bin ich angesprochen worden, aber ich glaube, wir alle haben das auch selber gemerkt. Wenn wir beten, ein bisschen lauter bitte, dass wir mitbeten können, dass wir hören, wenn der andere Amen sagt und wir unser Amen dazu geben können. Ja, wenn es geht, ich weiß, es ist nicht immer einfach, aber dass wir ein bisschen lauter beten, dass wir verstanden werden. Ja, so wollen wir gemeinsam wieder ein Lied singen, das Lied mit der Nummer 104, Wie sollte ich ihn nicht lieben? Und anschließend wird uns das Einleitungswort gelesen von Bruder Daniel Kowalski aus Pforzheim. Ich lese das Schriftwort für diese Stunde und ihr könnt gerne die Bibel mit mir aufschlagen in Römer 5, die Verse 1 bis 11. Römer 5, 1 bis 11. Da wir nun gerechtfertigt worden sind durch Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch den Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen, erlangt haben und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen, weil wir wissen, dass die Trübsal Geduld bewirkt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn auch Christus ist, als wir noch schwach waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Guten dürften vielleicht jemand zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass er Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir durch ihn vor dem Zorn gerettet werden, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt worden sind? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir gerettet werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir nun die Versöhnung empfangen haben. Soweit das Schriftwort. Lasst uns aufstehen und um Segen für diese Stunde gemeinsam bitten. Herr Jesus Christus, ich bin dir so dankbar, dass du für mich gestorben bist, als ich noch ein Sünder war. Ich danke dir für diese Gnade, die ich in meinem Leben erfahren durfte. Danke für diese Liebe, die du uns Menschen entgegenbringst, obwohl an uns nichts Liebenswürdiges dran ist. Herr Jesus, ich danke dir für die Gnade, dass wir heute hier zusammenkommen dürfen, mit einem Hunger nach deinem Wort. Und ich bitte dich jetzt, dass du unter uns sein könntest, dass du Alex in deine Hand nehmen kannst, dass du ihn gebrauchst, Herr, um dein Wort an uns weiterzugeben. Herr, ich bitte dich um deinen Segen, Herr, dass wir gesättigt hier wieder weggehen können. Herr, ich bitte dich, dass deine Liebe in unsere Herzen ausgegossen wird. Herr, dass wir verstehen und begreifen könnten, was du für uns getan hast. Und dass diese Liebe, die du uns entgegenbringst, wir verstehen könnten und genauso anderen Menschen weitergeben könnten. Herr, wir bitten dich um deinen Segen. Amen. Wir setzen uns. In den letzten Gottesdiensten haben wir sehr viel über die Liebe Christi gehört. Und das ist
darauf zurückzuführen, weil das Motto dieser Tage, dieser Lagerversammlung heißt: Bleibet in der Liebe Christi. Und wenn wir aufmerksam den Text, den wir in der Einleitung gelesen haben, anschauen, dann stellen wir fest: Nun, wir sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dann heißt es: Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Also einer, der gerecht geworden ist, der hat Frieden in seinem Herzen, und die Liebe ist, ich möchte es unterstreichen, ist ausgegossen in seinen Herzen durch den Heiligen Geist. Und jetzt gibt es oder gilt es, diese Liebe zu bewahren, in der Liebe zu bleiben. Und darauf wollen wir heute Nachmittag in dieser Stunde gemeinsam schauen. Schaut mal, ihr Lieben, als Folge des Sündenfalls muss der Mensch sehr viel und fleißig arbeiten, um etwas zu erwerben. Und wenn er es erworben hat, dann legt er noch mehr Fleiß und Arbeit daran, um das Erworbene zu schützen, damit es nicht verloren geht. Wir bauen Häuser und versehen diese mit festen Türen und Schlössern. Wir bauen Zäune und Tore. Wir kaufen ein Auto und stellen es in eine abgeschlossene Garage hinter einem festen Tor. Wir erwerben einen Computer und brauchen unbedingt dazu Schutzprogramme. Wir kaufen ein Handy und brauchen dazu Schutzhüllen, Panzerfolien und Höhlen und Sonstiges. Wir schützen unsere Dokumente in Safes. Wir bewahren und schützen unsere Passwörter und Kreditkarten. All das schützen und bewahren wir mit allem Fleiß. Und all das muss man so machen. Aber ihr Lieben, Gottes Wort ruft uns auf, etwas Bestimmtes mehr schützen als unser Haus, unser Auto, unser Handy oder unser Besitztum. Und diesen Aufruf finden wir in Sprüche Kapitel 4, Vers 23. Sprüche 4, Vers 23. In der Lutherbibel heißt es: Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus geht das Leben. Die Elberfelder Übersetzung, die sagt Folgendes: Behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Und die Schlachterübersetzung sagt: Mehr als alles andere, behüte dein Herz. Ihr Lieben, lasst uns beachten, was hier geschrieben steht. Mehr als alles, behüte dein Herz. Dort, wo die Liebe Gottes ausgegossen ist. Dieser Vers ruft uns eindeutig dazu auf, mehr als andere was zu bewahren? Unser Herz. Wenn wir heute jemanden fragen würden, was er am meisten bewahren würde, kaum jemand würde auf die Idee kommen zu sagen: Mein Herz. Ihr Lieben, sorgfältig und fleißig eingenommen mit irdischen und vergänglichen Dingen denken die wenigsten an den Schutz ihres Herzens. Das Herz ist manchmal bei vielen ganz weit offen und empfänglich für alles. Es ist manchmal wie ein verlassenes, vergessenes Haus, in das jeder hineinkommen kann und dort tun und machen, was er will, und seinen Müll hinterlassen. Heute möchte ich unsere Aufmerksamkeit darauf ausrichten, unser Herz zu behüten, dass Gott uns befiehlt in diesem Vers:
mehr als alles behüte dein Herz. Und das Thema soll heißen, mehr als alles andere behüte dein Herz. In erster Linie muss gesagt werden, die Verantwortung für das Schützen und Behüten unseres eigenen Herzens überträgt Gott durch Gottes Wort komplett uns. Gott erhält uns in seiner Gnade und wir wissen, wir können das geistliche Leben aus uns aus als Mensch nie erhalten und bewahren. Gott durch seine Gnade erhält das Leben in uns aufrecht. Aber für das Schützen und Behüten unseres Herzens überträgt Gott die Verantwortung uns. Gottes Wort sagt uns, dass wir vieles schützen und bewahren und behüten sollen. Zum Beispiel, bewahre die Weisheit, bewahre deine Gedanken, schütze deine Augen, hüte deine Zunge, gedenke an mein Wort, halte fest meinen Rat, bewahre meine Gebote in deinem Herzen, behalte meine Zucht. Viele andere Anweisungen gibt uns Gottes Wort. Aber hier heißt es, mehr als alles, was zu behüten ist, behüte dein Herz. Eines unserer größten Sorgen sollte es also sein, unser Herz mit allem Fleiß mehr als alles andere zu bewahren. Und das, ihr Lieben, gilt allen gleichrangig. Ob Kinder, ob Jugendliche, ob Erwachsene, ob Menschen im mittleren Alter, ob alt gewordene Menschen oder Greise. Dieser Aufruf aus dem Wort Gottes gilt allen Menschen in allen Lebenssituationen, ob wir in Freude oder in Leid sind. Und es gilt auf allen Lebensphasen, auf denen wir uns befinden. Doch bevor wir darüber sprechen, wie und warum unser Herz bewahrt werden soll, wäre es notwendig, vielleicht zunächst einmal zu schauen, was mit dem Wort Herz gemeint ist. Was bedeutet, ihr Lieben, behüte dein Herz? Was ist mit unserem Herzen eigentlich gemeint? In diesem Vers heißt es, mehr als alles andere behüte dein Herz. Gottes Wort spricht sehr oft und sehr viel über unser Herz. In der Tat gehört unser Herz zu den wichtigsten Organen unseres Körpers. Es hat die Funktion, den Blutkreislauf im menschlichen Körper zu gewährleisten. Das Herz pumpt unaufhörlich vom ersten Atemzug bis zum letzten Atemzug unseres Lebens. Das Blut durch den Körper und versorgt damit jedes Organ in einem rhythmischen Kreislauf, sodass wir sozusagen am Leben erhalten werden können. Aber die Bibel verwendet diesen Begriff, wenn sie über unseren inneren Menschen spricht. Wenn es um das Zentrum, den Mittelpunkt unserer Persönlichkeit geht. Es ist der Sitz der Seele. Mit dem Herzen meint Gottes Wort auch, wenn es um unseren eigenen freien Willen geht. Das Herz ist dieses innere Organ, mit dem wir Entscheidungen in unserem Leben treffen, wo unser freier Wille sich für oder gegen etwas, für oder gegen einen Weg entscheidet oder angeregt wird. Mit dem Herzen meint auch Gottes Wort dort oder das, wo sich unsere Wünsche entfalten. In Sprüche 6, Vers 25, da heißt es, begehre nicht in deinem Herz nach ihrer Schönheit. Und dann fährt er fort. Der Mensch denkt, er schmiedet Pläne und dadurch entstehen Wünsche. Aus den Wünschen entstehen Verlangen und aus den Verlangen entsteht ein Begehren.
Und das alles geschieht hier, im Inneren unseres Herzens. Mit dem Herzen meint Gottes Wort auch unsere Gedanken, dort, wo der Prozess unseres Denkens stattfindet. Jesus sagt einmal in Markus 7, Vers 21, denn aus innen, aus dem Herzen der Menschen gehen hervor. Schlechte Gedanken, Ehebruch, Mord und so weiter fährt er fort. Das Herz ist also dort, wo das Denken, wo der Prozess unseres Denkens, unseres Überlegens stattfindet. Mit dem Herzen meint auch Gottes Wort da, wo unsere Gefühle sich regen und unsere Gefühle sich bilden. Schaut mal, Sprüche 15, Vers 13. Ein fröhliches Herz macht das Angesicht heiter. Aber ein betrübtes Herz wird den Geist niederschlagen. Das Herz ist also das, wo sich unsere Gefühle regen. Das Herz beschreibt also unseren inneren Menschen. Unter dem Begriff Herz ist also der Sitz unserer Seele gemeint. Und diesen Sitz der Seele füllt Gott mit seiner Liebe. Und Gott sagt, behüte dein Herz mit allem Fleiß. Es ist also dort, wo unser freier Willen sich regt. Es ist dort, wo sich unsere Wünsche entfalten. Es ist dort, wo der Prozess unserer Gedanken stattfindet und da, wo sich unsere Gefühle regen. Und dieses Herz gilt es mit aller Sorgfalt zu behüten. Nun lasst uns darauf schauen, zunächst einmal warum. Warum muss unser Herz bewahrt werden? Weil, ihr Lieben, unser Herz sehr wertvoll ist. Dieser Vers, Sprüche 4,23, beginnt mit den Worten, mehr als alles andere behüte dein Herz. Der Schwerpunkt auf diesem Vers liegt, mehr als alles andere behüte dein Herz. In den Augen Gottes ist unser Herz das Wertvollste, was wir haben. Denn darin ist das Leben verborgen. Das Herz wird gefüllt durch seinen Geist mit der Liebe. Es ist mehr wert als unser Haus, als unser Besitztum, als unsere Familie, als unser Dienst, als unser Gehorsam. Weil in jedem Dienst und in jeder Arbeit ist in erster Linie unser verändertes, mit Liebe gefülltes Herz gefragt. Und das ist deswegen so wertvoll, weil Gott um unser Herz wirbt, ihr Lieben, um es auszutauschen, um uns ein neues zu schenken und das neu geschenkte Herz durch seinen Geist mit der Liebe zu erfüllen. Um nichts anderes geht es Gott, wenn er um uns Menschen wirbt, um unser Herz. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unser Herz bewahren mit allem Fleiß. Unser Herz ist auch noch wichtiger und wertvoller als jeder Dienst. Warum? Weil es der Ausdruck dessen ist, was das Herz erfüllt. Und wenn unser Herz mit Jesus erfüllt ist, wenn das Leben aus Gott es erfüllt, dann wird jeder Dienst diese Ausstrahlung der Herrlichkeit widerspiegeln, die in unserem Herzen vorhanden ist. Deswegen sieht Gott in erster Linie das Herz an. Nicht die äußere Fassade des Menschen, sondern das Herz. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an, weil es diese Herrlichkeit Gottes widerspiegelt. Warum müssen wir also unser Herz bewahren? Aus dem Herzen fließt das Leben. Sprüche
4,23 in diesem Vers heißt es, behüte dein Herz mehr als alles andere, was zu bewahren ist. Denn daraus fließt das Leben. Oder Elberfelder Übersetzung, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Unser ganzes Leben ist also eine Manifestation unseres Herzens. Das, was wir eigentlich nach außen hin sind, was uns ausmacht, wie wir handeln, wie wir tun, fließt aus der Quelle unseres Herzens herein und wird durch unser Herz bestimmt. Jesus vergleicht uns Menschen mit einem Baum und er sagt, an der Frucht erkennt ihr den Baum. Also an unserem Leben erkennt man das, was unser Herz füllt. Das, was wir sind, ihr Lieben, ist das, was unser Herz füllt. Und das, was unser Herz füllt, das fließt nach außen und wird sichtbar an unserer Frucht. Weil Jesus sagte, das, was das Herz voll ist, das geht nach außen, das geht dem Munde über. Oder aus dem Herzen heraus kommen die Gedanken. Der Inhalt unseres Herzens bestimmt unser ganzes Leben und unser ganzes Handeln. Der Inhalt unseres Herzens ist der Spiegel der Seele. Unser Leben, das, was wir sind, was wir tun, widerspiegelt einfach nur das, womit unser Herz gefüllt ist. Unser Herz ist die Quelle, aus der sozusagen das Leben fließt. Denn von innen, aus dem Herzen, kommen Gedanken und so weiter. Schaut mal, aus dieser Tatsache heraus ist es doch ganz wesentlich, zu untersuchen und darauf mal zu schauen, was die Quelle nährt. Nochmal, wenn das Sichtbare, wenn unsere Frucht unseres Lebens den Inhalt unseres Herzens darstellt, dann ist es doch ganz wichtig, darauf zu achten, was fließt in uns herein. Was füllt uns? Was nährt unser Herz? Was speist die Quelle, aus der das Leben fließt? Wenn unser Herz gewisse Dinge hineinfließen, welche die Quelle verunreinigen, dann wird das, was aus uns herausfließt, nie besser sein können. Wenn wir in unser Herz hineinfließen lassen, verschiedenste Infos, die uns verderben, verkehrte, unbekannte, falsche Ansichten, unnötige, nichtsbringende Gespräche, Filme, Videos, Spiele, wenn wir ununterbrochen im Internet stolpern, wandern über alle möglichen sozialen Medien, konsumieren verschiedenste Arten von Informationen und Nachrichten, sollen wir uns nicht wundern, warum in meinem Herzen so viel Unruhe, so viel Eitelkeit und so viel Sorgen ist. Das, was in uns hineinfließt, macht die Quelle heil oder verdorben. Das, was in unser Herz hineinfließt, das nimmt uns ein, das gestaltet uns, das macht uns zu dem Menschen, was wir sind. Womit wir unsere Seele auftanken, was wir dort hineinlegen, womit wir unser Herz speisen, das wird uns als Mensch ausmachen. Das fließt aus uns heraus. Warum müssen wir also unser Herz bewahren? Weil daraus das Leben fließt. Behüte darum dein Herz mit allem Fleiß. Mehr als alles, was zu behüten ist. Hier liegt die Quelle für den Erfolg in unserem geistlichen Leben. Und noch etwas, warum muss unser Herz behütet werden? Weil Gott uns beauftragt, unser Herz zu behüten.
Gott beauftragt uns, er überlässt uns diese Verantwortung für das Schützen und Behüten unseres Herzens, damit dort nicht etwas hereinkommt, was die Liebe, die dort ausgegossen ist, verderben kann. In diesem Vers gibt es ja einen Aufruf. Schaut, mehr als alles andere, behüte dein Herz. Und unser Herz zu behüten, ist also eine Aufforderung Gottes an alle Kinder Gottes. Schaut mal, was passiert, wenn wir unser Herz einfach aufhören zu behüten. Was passiert? Unser Herz wird sich sehr schnell mit allerlei sündigen Müll füllen. Und das wird uns sehr schnell von Gott wegbringen. Und es wird uns ruinieren. Und es wird uns an verschiedenste sündige Laster und Süchte binden. Ihr Lieben, Gott in seiner großen Liebe erhält uns in Gnade. Er hat uns gerettet und gibt uns die notwendige Kraft durch den Heiligen Geist. Und er wirkt in uns das Wollen und das Vollbringen zu der Erfüllung seines Willens. Aber wir können sehr schnell unser Leben ruinieren, einfach dadurch, dass wir das Herz aufhören zu behüten und dort Dinge hereinlassen, die die Liebe Gottes ausdrängen. Woran können wir das sehen? Ihr Lieben, an erster Stelle oder in erster Stelle an diesem Mensch, der diese Verse hier geschrieben hat. Lasst uns aufschlagen, 1. Könige, Kapitel 11, und wir lesen hier vom ersten Vers abwärts. 1. Könige 11 von 1. Aber der König Salomo liebte viele ausländische Frauen, die Tochter Pharaos und der moabitische, ammonitische, edomitische, sidonitische und hethitische. Von solchen Völkern, davor der Herr gesagt hatte den Völkern Israel, geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen. Sie werden gewiss eure Herzen neigen zu ihren Göttern nach. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte 700 Frauen zu Frauen und 300 Kebsweiber. Und seine Weiber neigten sein Herz. Und da er nun alt war, neigten seine Weiber sein Herz fremden Göttern nach, dass sein Herz nicht ganz war mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters Davids. Also wandelte Salomo Astaroth, der Göttin derer von Sidon nach, und Mikom, der Gräuel der Ammoniter. Und Salomo tat, was dem Herrn übel gefiel und folgte nicht gänzlich dem Herrn wie sein Vater David. Da baute Salomo eine Höhe Kamos, dem Gräuel der Moabiter, auf dem Berge, der vor Jerusalem liegt, und Moloch, dem Gräuel der Ammoniter. Also tat Salomo allen seinen ausländischen Weibern, die ihren Göttern räucherten und opferten. Der Herr aber war zornig über Salomo, dass sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israel, abgewandt war, der ihm zweimal erschienen ist. Ihr Lieben, zu einem gewissen Zeitpunkt in seinem Leben hörte er auf, sein Herz zu behüten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so war, dass er gesagt hat, so, und jetzt will ich 1000 Frauen. Sondern es war ein allmählicher Prozess, der dazu geführt hat. Salomo war einer von den Menschen, die Gott gebraucht hat, um uns diese inspirierte Botschaft des Wortes Gottes zu überbringen. Er war das göttliche Instrument in der Hand Gottes,
Er war derjenige, der um Weisheit bei Gott bat. Und er war derjenige, dem eine nie dagewesene Weisheit übertragen worden ist. Er schrieb diese Weisheit auf und er übergab sie seinem Sohn und uns. Aber zu einem Zeitpunkt seines Wohlstandes. In einem Zeitpunkt des Wohlbefindens, als sein Reich auf dem Gipfel des Aufblühens stand, hörte Salomo auf, sein Herz zu behüten. Und er selbst fiel durch diese Prüfung durch. Wenn wir auf dieses Beispiel schauen, dann ist es genau das, was Satan mit jedem Kind Gottes machen möchte. Er will, dass wir scheitern. Wisst ihr, er flüstert uns ein und sagt, ach, du bist so gut erzogen, du bist von Kind auf in der Gemeinde. Du hast so viel gelernt, du kennst dich in dem Wort Gottes aus, du weißt über alles Bescheid. Du kennst dich in der Schrift und kannst mitsprechen. Aber wisst ihr, Satan will uns bewegen, dass wir einfach aufhören, unser Herz zu schützen vom Verdorbenen, das in die Quelle hineinkommen kann. Und nun, nachdem wir gesehen haben, was mit unserem Herzen gemeint ist und warum wir unser Herz bewahren sollen, lasst uns darauf schauen, wie können wir unser Herz bewahren. Die beste Möglichkeit, unser Herz zu behüten, ist, wenn wir es dem Heiland Jesus Christus übergeben. Wenn wir unser Herz dem Heiland nicht übergeben haben, werden wir es nie behüten können. Es wäre völlig umsonst. Wir werden unser Herz nie bewahren können, wenn wir es dem Heiland nicht zur Verfügung gestellt haben. Wenn Jesus Christus nicht dein persönlicher Retter geworden ist, dann musst du nicht an der Reparatur deines Herzens arbeiten, sondern es muss erneuert werden. Es muss ausgetauscht werden, damit der Herr dein steinernes Herz von dir nimmt und dir ein fleischernes Herz gibt, das er durch seinen Geist mit der Liebe Gottes füllen kann. Und dann gilt es, das Herz zu bewahren. Wir brauchen ein neues Herz. Und nur Jesus kann es austauschen. Nur er kann uns dieses Herz geben, das nach seinen Geboten wandelt. Und dadurch werden wir aus den Toten zum Leben erweckt. Und Jesus Christus wird zu unserem Retter. Und nun sind wir gerecht geworden und haben Frieden in unserem Herzen. Liebe Seele, wenn Jesus Christus nicht dein Retter geworden ist, dann eile, suche ihn, bitte ihm, dein Herz zu erneuern, damit er dein Herz austauschen kann und du es ihm zur Verfügung stellen kannst. Wenn aber wir sein Eigentum sind und unser Herz dem Heiland geschenkt haben, dann fülle dein Herz mit Wahrheit. Liebes Kind Gottes, wenn du dein Herz bewahren, behüten, beschützen willst, dann fülle es mit der Wahrheit des Wortes Gottes. Schaut mal die Verse hier davor in Sprüche, da lesen wir Folgendes. Lasst uns achten, wie viele Ratschläge hier uns gegeben sind. Vers 20. Mein Sohn, achte auf meine Worte. Neige deine Ohren zu meiner Rede. Lass sie nie vor deinen Augen weichen. Bewahre sie im Innersten deines Herzens. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam den ganzen Leib.
Wenn du als Kind Gottes rein vor Gott leben möchtest, dann gibt Gottes Wort uns einen wunderbaren Rat in Psalm 119, Vers 9. Wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen? Wenn er sich verhält nach deinem Wort. Und dann heißt es, ich suche dich von ganzem Herzen. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich behalte deine Worte in meinem Herzen, auf dass ich nicht wieder dich sündige. Deswegen, ihr Lieben, ist es so wichtig, das Wort, unser Herz mit dem Wort Gottes zu füllen. Dass die Wahrheit des Wortes Gottes unser Herz füllt. Dass wir uns am Wort Gottes orientieren, ausrichten, damit es unser Wegweiser ist in dieser Welt zur ewigen Heimat hin und wir in dieser dunklen Welt einen klaren Weg gehen können, weil sein Wort unseren Pfad erleuchtet. Schaut mal, ihr Lieben, welche Taktik wendet Satan an, um uns zu gewinnen. Er schickt einfach uns sündige Gedanken. Pfeile sündigen Gedanken und Ideen, um uns dadurch einfach zu versuchen. Wie veränderte sich Salomon von einem jungen Mann, der Gott suchte, der von ganzem Herzen, mit ungeteiltem Herzen Gott gesucht hat, zu einem, der ein geteiltes Herz hatte und 1000 Frauen hatte, die ihm dazu verführt haben, Götzendienst zu betreiben. Das war dieser allmähliche Prozess, wo er aufhörte, sein Wort, sein Herz zu fühlen und es zu überwachen. Das meiste beginnt von einem sündigen Gedanken. Er dachte sich, ach, noch eine Frau und von da noch eine. Und wenn ich diese nehme, dann wird es eine gute Verbindung geben zu dem Land und zum Pharao und das und jenes. Und plötzlich zählte er 1000. Interessant ist, ihr Lieben, wir haben es ja gelesen, Salomo blieb gläubig. Er hörte nicht auf, Gott zu dienen. Er lehnte Gott auch überhaupt nicht ab. Er diente und verehrte weiterhin Gott. Er kam in den Tempel und machte bei den Gottesdiensten mit. Aber sein Herz war geteilt. Es gehörte nicht völlig Gott. Er hörte auf, es zu behüten und ließ Dinge hinein, die ihm von einem ganzen Dienen Gott gegenüber zu einem halben Diener gemacht hat. In bestimmten Bereichen seines Lebens stellte er seine Interessen vor den Interessen Gottes. Leider ist dieses Bild auch immer wieder auf uns antreffend. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Pfeile der bösen Gedanken abwehren können, dass wir uns unser Herz mit dem Wort Gottes füllen. Wie Epheser 6, Vers 17 uns sagt, denn von allen Dingen aber ergreifet den Schild des Glaubens, mit welchem ihr auslöschen könnt alle Pfeile des Bösewichts und nehmet den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Wie können wir also unser Herz behüten? Wache über dein Herz. Sprüche 4, Vers 13, da heißt es, halte fest an der Unterweisung, lass sie nicht los. Bewahre sie, denn sie ist dein Leben. Wer konnte denken, dass solch ein frommer Mann, dass solch ein gut gesonnener Mensch zu einem solchen Lebensstil kommen wird? Und wisst ihr, Geschwister, keiner von uns ist abgesichert. Das geschah gar nicht in seiner Jugend. Auch nicht in seinen mittleren Jahren des Lebens. Sondern als er betagt war.
Und darum ist keiner von uns abgesichert. Auch wir fallen in Versuchungen. Und wenn wir nicht mit der göttlichen Kraft gefüllt sind, verlieren wir unser Heil. Deswegen sagt Jesus, was ich euch aber sage, in Markus 13, Vers 37, das sage ich allen, wachet. Und auch Petrus ermahnt uns in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 8, seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht oder und sucht, welche er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisset, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Ihr lieben Geschwister, wir befinden uns dauerhaft im Bereich der Wirksamkeit. Dauerhaft. Wir können Urlaub nehmen in der Arbeit, um auszuruhen und abzuschalten. Aber in unserem geistlichen Leben können wir das nicht tun. Für uns gilt das, was Jesus sagte. Was ich euch sage, das sage ich allen. Wachet, behüte dein Herz. Alle Zeit, auf allen Lebensphasen. Es kann eine Versuchung uns überfallen, in einem Augenblick, und alles zerstören, was wir über Jahre aufgebaut haben. Wir denken da an David, als er müßig auf dem Dach ging. Darum wache. Wache besonders über deine persönlichen Schwächen. Du kennst sie am besten. Darum wache darüber. Wache über die Zeiten, wo du alleine zu Hause bist, wo deinen Augen etwas angeboten wird. Wache, wo du Müßiggangs betreibst, wenn du nichts zu tun hast, wenn es dir langweilig ist. Wache, weil Satan wird kommen und dich in der Schwachstelle fangen. Da, wo du weißt, ganz genau weißt, dass du am schwächsten bist. Satan kommt, um zu zerschlagen und kaputt zu machen, wie wir schon in diesen Tagen gehört haben. Und er zielt ganz genau auf Zeiten, wo du unwachsam bist, auf Bereiche, wo du nicht überwachst und auf Schwachstellen, die du irgendwie außer Acht gelassen hast. Dort versucht er dich, um dich zu fangen. Wie können wir unser Herz behüten? Indem wir es schützen. In diesen Versen hier danach, also Vers 24 bis 27, heißt Folgendes. Tue hinweg von dir die Falschheit deines Mundes und verdrehte Reden sei fern von dir. Lass deine Augen geradeaus stracks vor dir blicken, auf das gerichtet sein, was vor dir liegt. Mache die Bahn für deinen Fuß gerade und alle deine Wege seien bestimmt. Weiche weder zur Linken noch zur Rechten. Halte deinen Fuß vom Bösen. Schütze dein Herz vor Sünde. Hier ist gesagt über unseren Mund, über unsere Reden, über unsere Augen, über unsere Füße. Darum schütze dein Herz. Schütze es vor jeder Eitelkeit. Schütze es vor Bösen. Schütze es vor Falschem. Schütze es vor Unnötigen. Schütze es vor dem, was dich verderben kann. Vers 26, 27 in der neueren Übersetzung, da heißt es, wähle sorgsam deine Schritte und weiche nicht vom rechten Weg auf. Schau weder nach links noch nach rechts und halte dich vom Bösen ferne. Darum, liebes Herz, fliehe von der Versuchung. Renn weg von der Sünde. Meide jeden Müßiggang, denn das führt zur Sünde. Teste nicht deine Grenzen aus, denn es gibt Schwachstellen, in denen du fallen kannst. Mache alles, um die Stellen der Versuchung zu umgehen. Renne nicht in die Versuchung bewusst hinein. Suche die Gemeinschaft mit Gott. Hole dir immer wieder die Kraft
zum Überwinden im Gebet. Plane dein Leben aufrichtig mit Gott zu leben und entferne dich möglichst weit von der Sünde. Wanke weder zur Linken noch zur Rechten und suche Gemeinschaft mit Gleichgesonnenen, mit Kindern Gottes, dort, wo du mit dem Wort Gottes erbaut wirst. Wie können wir unser Herz schützen? Fünftens, erinnere dich an das Evangelium. Erinnere dich an das Evangelium. 1. Korinther 15, Vers 1. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, des Evangeliums, das ich euch verkündigt habe, welches ihr auch angenommen habt, in welchem ihr auch steht, durch welches ihr auch selig werdet. Erinnere dich des Evangeliums. Weißt du, liebes Herz, zum Schluss, wie sehr du auch daran arbeiten wirst, wie sehr du dich auch anstrengen wirst, dein Herz eigenständig in der Gnade zu erhalten, wird es dir kaum gelingen. Sogar Salomo, bei all seiner Weisheit ist es nicht gelungen. Wir haben den Auftrag, uns zu schützen vor dem, was das Herz ruinieren kann. Und wenn wir uns schützen, erhält Gott in uns das Leben. Er wirkt das Wollen und das Vollbringen. Und wenn Gott uns annehmen würde, allein nach dem Maß, wie gut es uns gelingt, unser Herz zu schützen und zu bewahren, würde er keinen annehmen können. Aber ihr Lieben, es gibt jemanden, der mehr ist als Salomo. Jemand, der vom Himmel gekommen ist, der mehr ist als Salomo. Er war der, der sein eigenes Herz bewahrt hat in aller Reinheit bis zum bitteren Ende. Und er nahm alle unsere Sünden auf sich und ließ durch seine Liebe zu uns sich ermorden. Und er gab sein Herz für uns, damit er unser Herz gewinnen kann und unser Herz durch seinen Geist mit der Liebe erfüllen kann und es in seiner Gnade erhalten. Und uns überträgt Gott diesen Auftrag: Behüte dein Herz, schütze es vor Eindringen der Sünde, damit ich dich in meiner Liebe erhalten kann. Gott hat uns in seiner großen Liebe und in seiner unaussprechlichen Barmherzigkeit mit seiner Gerechtigkeit bekleidet und machte uns gerecht und heilig. Und er füllt unser Herz mit dieser Liebe und gibt uns den Auftrag, dass wir unser Herz behüten mögen. Behüte dein Herz mehr als alles, was zu behüten ist. Denn daraus fließt das Leben. Gott segne uns. Amen.